Oberflächenuntersuchungen eignen sich idealerweise Sonden, die nicht allzu tief in die Oberfläche eindringen. Das sind zum Beispiel Ionen oder Elektronen. Diese Sonden können wir jedoch nur handeln, wenn wir ein Ultrahochvakuum aufbauen, denn nur in diesem Ultrahochvakuum können wir die geladenen Teilchen auf definierten Bahnen lenken. Hier sehen wir ein Detail einer Ultrahochvakuumanlage. Die Proben sind in diesen Probenbehältern positioniert. Dann haben wir verschiedene Ionenquellen, Ionendetektoren, Elektronenquellen, Elektronendetektoren, die uns die Sonden erzeugen oder die Sonden detektieren. Ein SIMS-Experiment besteht aus der Probe, einer Ionenkanone und einem Massenspektrometer. Die Probe wird mit Ionen beschossen. Damit wird ein Teil der Oberfläche zerstört und diese Produkte, die entstehen, werden im Massenspektrometer nachgewiesen. Bei der klassischen SIMS werden die Sekundärionen nachgewiesen und aufgrund dieser Ionen auf die Struktur der Oberfläche geschlossen. Hier sehen wir noch einmal den Grund, warum Ultrahochvakuum herrschen muss. Ein Bild aus der kinetischen Gastheorie. Die mittlere freie Weglänge eines Teilchens ist gekoppelt mit dem Druck. Je höher der Druck, desto kleiner die mittlere freie Weglänge. Bei Standarddruck beträgt die mittlere freie Weglänge nur einige Nanometer. Wenn ich eine mittlere freie Weglänge von einigen Metern haben will, brauche ich einen Druck von 10 hoch minus 8 bar oder einem Millipascal. Das ist Ultrahochvakuum. Wir gehen jetzt die Bestandteile eines SIMS Schritt für Schritt durch. Wir brauchen zunächst mal eine Ionisationsquelle. Das kann eine Elektronenstoß-Ionisationsquelle sein, eine chemische Ionisation sein oder eine Laser-Ionisation. Dann werden die Ionen beschleunigt und mithilfe von Fokussierblenden fokussiert. Beschleunigung geschieht über ein elektrisches Feld. Die Ionen erreichen dann Geschwindigkeiten, die sich nach dieser einfachen Formel ja berechnen lassen. Elektrische Energie gleich kinetische Energie. Dann trifft der Ionenstrahl auf die Probe. Die Sekundärionen werden danach von einem Massenfilter nach ihrer Masse aufgetrennt, entweder ein Sektorfeldmassenfilter oder ein Quadrupolmassenfilter oder ein Flugzeitmassenfilter. Ein Gütemerkmal eines Massenspektrometers ist die Auflösung. Welche Massen können wir noch unterscheiden? Hier haben wir ein klassisches Sektorfeldmassenspektrometer. Die Ionen werden in einem Magnetfeld abgelenkt. Schwere Ionen werden nicht genug abgelenkt und kommen nicht zum Detektor. Leichte Ionen werden zu stark abgelenkt und kommen auch nicht zum Massendetektor. Nur Ionen mit der gewünschten Masse zu Ladungsverhältnis kommen am Detektor an. Ein Quadrupolmassenspektrometer funktioniert so, dass wir vier parallele Stäbe haben, die mit Gleich- und Wechselspannungen versorgt werden, in der Art, dass nur Ionen einer Masse hinten am Detektor ankommen. Ein Flugzeitmassenspektrometer funktioniert so, dass wir einen Ionenpuls analysieren. Die Ionen sind gleich von der Energie her. Das bedeutet, dass die schweren Massen sehr viel langsamer sind als die leichten Massen. Wir analysieren jetzt die Flugzeit. Beliebt sind auch die Reflektor-Flugzeitmassenspektrometer. Hier haben wir eine Art Spiegel, eine elektrische Ladung, die die Ionen abstoßen soll und die unsere Wegstrecke quasi verdoppelt. Die Ionen werden dann detektiert. Ionen treffen auf elektrisch geladene Metallplatten. Da werden Elektronen ausgelöst.
Geometrisch sieht das so aus, dass diese ausgelösten Ionen wieder auf eine Metallplatte stoßen, wieder noch mehr Elektronen auslösen können und so in einer Art Lawinenstruktur ein messbarer Strom entsteht. Wenn wir auf die Art und Weise zum Beispiel ein Klebeband untersuchen, dann können wir im SIMS-Spektrum nicht nur C2H2 nachweisen bei 27,96, sondern auch Silizium bei 28,03. Das ist jetzt eine Diesel-Einspritzdüse, an der sich Ablagerungen bildeten, die man nicht kannte, die man analysieren wollte, mittels SIMS. Man hat festgestellt, dass auf der sauberen Oberfläche dieses Ionenspektrum sich ergibt. Eisen, Chrom, die typischen Stahlbestandteile eben. Dass aber auf der kontaminierten Oberfläche sich noch zusätzlich Calcium nachweisen ließ. Und das heißt, dass die Kontamination offensichtlich ein calciumhaltiges Produkt beinhaltete. Man muss dann entsprechend in der Produktion nachschauen, wo kommt dieses Calcium vor. Hier haben wir eine magnetische Speicherplatte, eine Festplatte. Hier ist der Aufbau einer solchen Festplatte. Man kann jetzt diesen Aufbau mittels SIMS untersuchen. Man kann Schicht für Schicht von dieser Magnetplatte abspattern mit dem Ionenstrahl und kann dann ein Tiefenprofil der Festplatte erhalten. Wir sehen, am Anfang ist Kohlenstoff auf der Platte, die ersten 20 Nanometer. Dann ist vor allem Kobalt und Chrom zu sehen. Nach etwa 60, 70 Nanometer Tiefe ist diese Kobalt- und Chromschicht weg. Wir sehen eine reine Chromschicht. Und nach etwa 180 Nanometer ist auch diese Schicht dann abgetragen und wir sehen vor allem Nickel. Wir können diese Abtragung bis in den Mikrometerbereich fortführen. Wir haben hier unsere Nickel-Chromschicht, die dann insgesamt 8 Mikrometer tief ist, bevor dann die Aluminiumunterlage beginnt. Wir können mittels SIMS zum Beispiel auch Fehlstrukturen in einer Farbfläche untersuchen. Wir haben hier in der Fehlstruktur fluoridhaltige Ionen gemessen. Das bedeutet, wir haben offensichtlich ein fluoridhaltiges Material, welches unseren Produktionsprozess stört. Die Probe wird bei SIMS mit Primärionen mit einer Energie von 0,2 bis 25 KeV beschossen. Hierbei entstehen neutrale und geladene Teilchen. Die Analyse der geladenen Teilchen erfolgt mit Massenanalysatoren. Wir können von wenigen Nanometern bis zu einem Mikrometer scannen. Wir haben eine sehr hohe Empfindlichkeit. Die Geräte sind teurer als zum Beispiel AFM-Geräte, weil Ultrahochvakuum erzeugt werden muss. Wir können Isotopen Informationen erhalten, wir können Tiefenprofile erhalten, wir können ein Imaging machen. Wir brauchen